Hallihallo und herzlich willkommen. Heute geht es um diesen werten Herrn, Thomas Gottschalk. Den kennt so ziemlich jeder. Und der ist gerade auf einer Promotour für sein neues Buch. Und dabei wird er auch ziemlich häufig konfrontiert mit seinem früheren Verhalten bei Wetten, dass. Er war ja Jahre, Jahrzehnte lang der Wetten, dass Moderator schlechthin. Und hat sich dabei den ein oder anderen heutzutage, würden wir sagen, Fauxpas geleistet, auch gegenüber Frauen. Seine Hand ist des Öfteren auf den Oberschenkel und auf das Knie von seinen Gesprächspartnerinnen auf seiner Couch gewandert. Und mittlerweile nach dieser ganzen MeToo-Debatte, nach Harvey Weinstein und dergleichen, hat man so ein bisschen ein anderes Verständnis entwickelt, wie man sich Frauen gegenüber verhält. Thomas Gottschalk kann das nicht so ganz nachvollziehen in einem großen Spiegel-Interview, das nun rausgekommen ist, als ihn die Autorinnen nochmals auf sein Verhalten angesprochen haben, mit 74, wie er heute so darüber denkt. Besteht er darauf, alles richtig gemacht zu haben? Und sagt zudem, er hat diese Frauen auch nur dienstlich, rein dienstlich angefasst. Was er damit meint, darüber sprechen wir heute. Und ich hoffe, ihr seid danach um eine Erfahrung reicher. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich nie jemandem in irgendeiner Form zu nahe treten wollte oder nie in irgendeiner Form, sagen wir mal, auch Frauen, was man mir ja immer wieder unterstellt, in einer ungebührlichen Form behandelt habe in meinen Schoß. Ja, was meint er, wenn er beim Spiegel-Interview sagt, das war dann auch die Schlagzeile, ich habe Frauen lediglich dienstlich angefasst? In diversen Talkshows, in denen er danach gesessen ist und damit auch konfrontiert wurde mit diesen Zitaten, hat er das so begründet, dass er gesagt hat, na ja, er wollte damit ja nichts bewirken oder erreichen, er wollte sie ja nicht ins Bett bringen quasi, sondern es hat sich einfach aus der Situation herausgegeben während dem Gespräch. Er wollte denen ja nichts Böses und es war für die Frauen auch in Ordnung. Er hat die immer nur angefasst, wenn es sein musste und er wollte sich dadurch keine Vorteile verschaffen. Er fühle sich da total missverstanden und die Frauen haben es ja auch nicht abgelehnt oder so. Ich habe Frauen im Fernsehen immer nur angefasst, wenn es sein musste. Sie habe ich gerade an der Schulter angefasst, weil ich sonst umgefallen wäre, als ich diese Treppe mir. Das war in Ordnung. Sie ist ja Notärztin und ich habe gedacht, das geht. Ja, Ich habe ich hätte nie, auch eingegriffen, ja genau, Herr. ich habe ja nie Frauen in irgendeiner Form unsittlich berührt, um mir irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Ja. Und das ist etwas, was ich angreife, dass man heute in einer Situation sich mehr oder weniger an Frauen vergreift, die das nicht wollen. Aber da sieht man einfach schlichtweg, dass er ein ganz anderes Weltbild noch hat, mit dem er auch groß geworden ist und das er auch nicht revidieren möchte. Er sagt, dieses grenzüberschreitende Verhalten, genau so würden wir das ja heute definieren, sei für ihn nach wie vor in Ordnung. Das sind einfach seine Werte und Normen, wie er aufgewachsen ist. Er wollte nichts Böses und deswegen ist es nichts Böses. So einfach ist diese Sicht der Dinge. Und mit 74 Jahren möchte er das auch immer wieder betonen. Er rückt da auch nicht ab. Sein wichtigster Satz in dem WDR-Talk, in dem Kölner Treff, in dem er auch darauf angesprochen wurde, war immer wieder, dass er betont hat, mit 74 Jahren möchte ich mich so verhalten, wie ich es möchte. Ich möchte mich da nicht einschränken. Ich möchte auch weiterhin das sagen können, was ich sagen möchte und nehme mich da auch nicht zurück und ändere mich da auch nicht. Das war seine Hauptbotschaft. Warum Dieser darf ein Mensch. Mensch mit 74 nicht sagen, was er denkt? Ich bin der Meinung, jeder darf den Unsinn erzählen, den er gerade erzählen möchte. Ich fühle mich nicht missverstanden, ich fühle mich unverstanden. Das Er wurde ja auch unter anderem darauf angesprochen, dass er einen Namen einer Frauenfußballerin, einer sehr bekannten von der Frauennationalmannschaft nicht gewusst hat oder nicht richtig gewusst hat und hat gemeint, ja, das war ja nicht mit böser Absicht passiert oder ja nicht schlimm, weil ihm dann immer wieder so subtil dieses misogyne Weltbild unterstellt wird, also weil so ein bisschen frauenfeindliches, ein frauenabwertendes Weltbild unterstellt wird. Und ich glaube, er meint das auch tatsächlich nicht so. Er meint das gar nicht abwertend, aber letzten Endes ist es ja ganz tief innen drin abwertend von ihm, weil er einfach diesen Frauenfußball ja offensichtlich nicht so wichtig erachtet oder diesen Gast, um sich den Namen richtig zu merken. Und dadurch zeigt er ja auch, dass er diese Frau auf eine andere Stufe stellt, wie jetzt einen Fußballer Thomas Müller. Und das ist schon schade, dass er da zwei
zwei Vorbereitungsphasen anwendet. Bei dem einen Gast bereite ich mich super vor, bin super nett. Bei dem anderen Gast kenne ich nicht mal richtig den Namen und empfinde das aber auch nicht als schlimm. Man müsste sich auch mal vorstellen, wie das wirkt, wenn eine Frau als Moderatorin Männer ständig ans Knie fassen würde, auf den Oberschenkel die Hand legen würde. Es würde auch ja sehr, sehr komisch kommen beim. Bei Thomas Gottschalk war man es tatsächlich irgendwann gewohnt, dieser Fremdschämeffekt, dieses Übergriffige, dieses, wo man so eine, ja, ein unangenehmes Gefühl hatte, auch beim Zuschauen, wo man gedacht hat, oh Gott, was macht er heute wieder, was sagt er heute wieder? Und ich fand es auch ganz unangenehm bei seiner Abschiedsshow, die war wirklich, man hätte das einfach sauber beenden können, man hätte diese Ära sauber beenden können. Er wäre gegangen, mit tosendem Applaus. Und dann stellt er sich vorne hin und hält einen dreiminütigen Dialog. Ja, dass es ja so bedauerlich ist, dass er ja in seinem Alter nicht mehr das sagen kann, was er möchte, dass er sich nicht mehr so verhalten kann, wie er möchte. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Das ist das Problem. Ich hätte mir gewünscht, auch für ihn, dass er groß gegangen wäre, dass er groß gesagt hat, hier, ich möchte mich nochmal bedanken, für alle Zuschauer, bei allen Zuschauerinnen bei Deutschland, dass ich hier so ein großer Teil dieser Show sein durfte. Ich hoffe, ich habe euch einige schöne Stunden bereitet und freue mich, euch in irgendeiner anderen Form mal wiederzusehen. Und stattdessen macht er sich eigentlich kleiner, als er ist. Und nutzt diese 3 Minuten am Schluss, um einen Monolog darüber zu führen, wie unverstanden er sich fühlt und wie furchtbar das für ihn persönlich ist. Und dann muss ich sagen, es tut mir echt leid. Es ist total schade, dass er sich selber dann dadurch auch so abgewertet hat. Und ganz bizarr legendär war ja dann auch dieses Gespräch mit dieser hübschen jungen Frau hier, Shireen David, die neue Newcomer-Sängerin in Deutschland schlechthin. Mit ihrem aktuellen Hit Bauch, Beine, Po, der ja auch durch die Decke gegangen ist und der ja so in den sozialen Medien auch gehypt wird. Und dann sitzt der Thomas Gottschalk da und sagt zu ihr so quasi, was machst du eigentlich hier auf meiner Couch? Hier sind doch nur Stars. Und daneben sitzt ein Weltfußballer, der kann super Fußball spielen. Was kannst denn du überhaupt? Und ich denke mir, ja, Thomas, was kannst denn du eigentlich? Erzähl mir ein bisschen was von dir, Shirin. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest. Ja, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch. Und ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier. Ich habe nicht gesagt, dass Influencer. Nein, 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 Moment. Das gibt mir die Chance, ein Irrtum. Ich habe Influencer nicht verstanden bis jetzt. Verstehst du sie jetzt? Nö. Das sind Menschen, die anderen sozusagen ihr Leben hier ein bisschen in die Hand geben. Also wenn ich sehe, dass manche Menschen leben das Leben anderer mit, die sie influenzen, und das ist für mich nicht nachvollziehbar, schwer nachvollziehbar. Bei Bastian weiß ich, der Mann spielt gut Fußball, bei ihr weiß ich, sie spielt toll Tennis, bei Helene weiß ich, sie singt schön, aber bei manchen Influencern weiß ich nicht warum. Du bist ja auch Entertainer, das machst du oder hast du bis vor kurzem großartig gemacht. Das war deine absolute Stärke. Du hast dich im Prinzip auch selber verkauft, hast dich selber zur Marke gemacht und nichts anderes hat Shireen David gemacht. Da konnotierst du das dann so negativ. Und es ist eigentlich, wenn man den heutigen Zeitgeist verstehen würde, würde man verstehen, dass neben dir eine wahnsinnig erfolgreiche Sängerin und Selfmaderin sitzt. Und die versucht dann auch noch so abzukanzeln und so klein zu machen. Und Shireen David, Hut ab, ist da ganz ruhig geblieben, hat sich das angehört, hat wahrscheinlich innerlich gedacht, okay. Es ist ja auch dem Thomas Gottschalk danach um die Ohren geflogen, wie er sich da verhalten hat. Und man merkt einfach, er passt da nicht mehr rein. Er kann zu einem TV-Rentnertreff, kann den machen, kann mit vielen alten weißen Herren sich da austauschen über die aktuelle Weltsicht und dass man ja nicht mehr sagen kann, was man möchte. Und ich glaube, da war er richtig aufgehoben. Aber in den aktuellen Medien hat er eigentlich nichts mehr verloren, weil er sich einfach nicht anpassen kann. Er kann sich leider nicht anpassen, er will es auch nicht. Und dann muss er eben in dieser Ecke bleiben, mit Menschen, die ähnlich ticken und denken wie er, die sich auch nicht weiterentwickeln wollen. Und ich denke auch, sein Buch ist eine Abschiedstour. Es wird mit Sicherheit super verkauft anhand dieser ganzen Schlagzeilen, die er ja jetzt wieder sehr clever gemacht hat.
Es wird das letzte Aufbäumen sein, denn keiner möchte das mehr hören.